Kann die Blechbüchse noch gerettet werden? Den Abrissbaggern zum Trotz setzte sich am Samstag, den 17.04.2010, eine letzte Rettungswelle gegen den Abriss der historischen Kaufhausfassade am Brühl in Bewegung. Circa 300 Leipziger versammelten sich zu einer Menschenkette rings um das Areal, um dem Baubestand symbolisch ein Schutzschild vor den Baggern zu bieten. Initiiert wurde die Aktion von TV-Moderator Renato Bodenburg. Er kettete sich sogar vor ein paar Tagen an der Fassade des ehemaligen Kaufhauses fest und setzte damit ein Zeichen gegen den Abriss. Das 1908 erbaute Gebäude am Brühl zählt zugleich zu den wenigen noch erhaltenen, der Epoche vor dem Ersten Weltkrieg erbauten Kaufhäusern in Deutschland überhaupt. Durch die Demontage der Aluminiumverkleidung aus DDR-Zeiten ist die in Vergessenheit geratene Fassade nun wieder plötzlich an das Tageslicht zurückgekehrt. Dass diese sich noch in einem so guten Zustand präsentiert, hätte wohl niemand mehr gedacht und fasziniert sogar jüngere Leute. Selbst der jetzige Bauzustand zeigt auf, wie sehr der gesamte Standort von der Ansicht der alten historischen Fassade profitiert. Liebe Zuschauer, Sie sehen, es sind doch einige Leute hierher gekommen, einige Leipziger, vielleicht auch Gäste der Stadt. Und Sie erkennen auch sicher an dem baulichen Zustand des Gebäudes, dass hier eine ziemlich unsinnige Entscheidung getroffen wurde. Vielleicht fragen wir mal in die Runde, was die Beweggründe sind für die Leute, hierher zu kommen und sich dieses Gebäude anzusehen. Für viele, wie auch für mich, das erste Mal, dass ich es im Originalzustand noch sehe, da es ja vorher mit dieser Blechhülle verkleidet war. Sie entschuldigen, meine Dame. Wir sind von Einsicht TV, einem Internetfernsehen aus Leipzig. Und ich möchte Sie fragen, was Ihr Beweggrund war, hierher zu dieser Kundgebung heute zu kommen. Ist es vielleicht das erste Mal, dass Sie das Gebäude heute so sehen? Haben Sie es als junge Frau vielleicht nur als Blechbüchse gesehen? Wie geht es Ihnen damit? Ich habe sie gesehen und jetzt bin ich erstaunt, wie wunderschön das eigentlich ist. Und ich bin sowieso dagegen, dass alles platt gemacht wird und Betonkästen hingestellt werden, wie das Bildermuseum, was dort überhaupt nicht hinpasst. Das hätten sie auf die grüne Wiese stellen können und dort den schönen Platz lassen, damit man sich auch mal wohlfühlen kann in der Stadt. Man hat hier überhaupt keine Wohlfühlecke mehr. Und wenn jetzt alles gleich gemacht wird, wie in Hamburg, wie in Düsseldorf und in Frankfurt am Main, das brauchen wir nicht. Also deshalb bin ich hier. Haben wir Leipziger auch dieses Mal eine Chance zur Mitbestimmung? Sicher würde es uns auch nicht nur die sich so lang verstecken müssende Fassade danken.